Hallöchen, hier ist das Stempeltierchen aus Leipzig. Mein Name ist Mandy und ich freue mich sehr, dass ihr zu einem neuen Video von mir eingeschaltet habt. Heute habe ich, wie ihr seht, mal eine kleine Sammeltasche für euch und ich habe die Inspiration dazu auf Instagram gefunden. Den Kanal werde ich euch einfach mal unten in der Infobox verlinken und ich fand das aber so eine coole Idee, dass ich euch das gerne zeigen wollte. Und wie ihr seht, ich habe hier vor allen Dingen mit Stickern gearbeitet und ich habe mir heute ganz viele Sticker, die wir so aus Restpaketen, Produktpaketen, die Kreativsets und so haben, noch ein paar andere rausgesucht und werde die Sammeltasche heute mal mit diesen Restprodukten quasi dekorieren. Und wie das Ganze von innen aussieht, das ist nämlich das Witzige, deswegen Sammeltasche, seht ihr hier. Und da könnt ihr hier so kleine Sachen reintun und ich fand das eine echt coole Idee. Mir hat das sehr gut gefallen, also hier habt ihr auch noch ein bisschen Platz, ne? Und ich fand das einfach sehr witzig und habe gedacht, ich zeige euch mal, wie ihr das gestalten könnt. Das ist gar nicht so schwierig und deswegen, ne, legen wir einfach mal los. Als erstes habe ich hier wieder meinen Extrakarton, also den, den ihr immer beim Designerpapier bei dem Großen bekommt. Und habe hier vier Stücke in den Maßen von 11,5 x 15,5 cm. Alle Maße unverwendeten Produkte findet ihr natürlich auch wie immer auf meinem Blogbeitrag und der Link dazu ist unten in der Infobox verlinkt. Die werde ich jetzt wieder übereinander kleben, also jeweils zwei Stück übereinander. Da habt ihr dann immer so eine stärkere Hülle für euer Sammelband jetzt, für eure Sammeltasche jetzt hier. Und ich finde das eigentlich immer ganz cool. Und so könnt ihr auch diese quasi diesen Karton noch benutzen, ohne dass ihr den wegschmeißen müsst. Und sag ich mal, wenn ihr jetzt keine Graupappe habt, dann ist das auch eine ganz gute Alternative, damit ihr euren Einband für so etwas, auch für ein Mini-Album oder so, verstärken könnt. Klebt da immer so zwei oder drei auch übereinander, je nachdem wie stark ihr das haben wollt, aber ich finde zwei reichen hier. Dann habe ich die übereinander geklebt und habe jetzt mich für dieses Designerpapier entschieden. Das ist aus der Kaffeereihe, dieses Designerpapier. Das dürfte es nicht mehr geben, aber welches Designerpapier ihr verwendet, ist ja relativ egal. Obwohl die Kaffeereihe ist online exklusiv, das heißt, das Designerpapier müsste es auch noch geben, so rum. Dann habe ich quasi zwei Stück in den Maßen von 14 x 18 cm und das werde ich jetzt quasi hier so draufkleben und dann einschlagen. Und dann nehme ich euch natürlich auch wieder mit, um euch da auch noch mal ein paar Tipps und Tricks zu geben. Und zwar lege ich das hier relativ mittig drauf. Lass das kurz anziehen. In der Zeit kann ich schon das zweite Stück aufkleben. Und kann euch mal ein Update zu meinem Rücken geben. Es wird besser, definitiv. Die Physio hilft. Ich habe jetzt auch schon weniger Schmerztabletten. Also da muss ich jetzt nicht mehr die volle Dröhnung nehmen, weil die Schmerzen einfach weniger werden. Meine Bewegung wird besser und es geht vorwärts und das freut mich natürlich sehr. Jetzt nehme ich mir eine Schere und schneide mir hier erstmal so die Ecken ein bisschen aus. Lass hier aber immer so ein bisschen Überstand. Warum, wieso, weshalb, das erkläre ich euch gleich. Und jetzt fange ich einfach mit einer Seite an und schlage das einmal um. Klappt das wieder auf. Falz das auch hier einmal um. Und das mache ich reihum. Genau. Ansonsten geht es mir soweit gut. Ich bin noch zu Hause, aber ich hoffe, dass ich dann auch bald wieder auf Arbeit kann und
so den normalen Alltag bewältigen kann. Ich bin dabei, dass ich das hinkriege. Von daher. Und mein Chef hat aber auch gemeint, ich soll mir ruhig die Zeit nehmen, dass ich das so weit auskuriere, dass das jetzt auch nicht wieder schlimmer wird dann, ne? Also. Und das finde ich auch gut, also dass man da. Genau, ihr habt es gesehen. Ich nehme jetzt diese überstehenden Ecken und gehe mit dem Falzbein so rüber. Dadurch kriegt ihr eine schöne, saubere Kante. Und habe keinen, hier an der Ecke keine offene Lücke. Und das ist immer das, was dann das Ganze nochmal ein bisschen schöner und perfekter macht, wenn ihr jetzt quasi das komplett eingeschlagen habt. Also ihr habt hier so einen kleinen Überstand, dann nehme ich einfach das Falzbein und ziehe das so ein bisschen drüber, so dass sich das perfekt übereinander legt. Dann nehme ich meinen Kleber, schlag das um, klebe das an. Und ich kann euch das ja mal hier zeigen. Ihr habt dann hier eine schöne, saubere Kante, die quasi keine Lücke hat. Also da ist kein Stück von dem Karton zu sehen. Das ist jetzt bei so einem Projekt natürlich jetzt auch nicht das entscheidende Ding. Muss man jetzt auch dazu sagen. Aber es ist halt so ein kleiner Kniff. Und wenn man den kennt, dann macht man den halt sehr gerne mit, damit das Projekt einfach noch ein bisschen schöner aussieht. So, ich habe festgestellt, dass ganz viele von euch meine Videos schauen, aber nur wenige von euch dann mir einen Daumen nach oben geben. Es wäre natürlich super schön, wenn ihr meine Videos schaut, dann auch noch auf das Däumchen nach oben drückt, weil diese, oder wenn es euch nicht gefallen hat, auch den Daumen nach unten. Natürlich steht euch das auch zu. Das ist logisch, weil diese Daumen einfach mir zeigen, dass die Art von Videos euch gefallen und bei euch auch gut ankommen. Und sie mir natürlich auch helfen, dass YouTube meine Videos so auf den Startseiten mehr zeigt und anderen Nutzern auch noch vorschlägt, sodass ich dann vielleicht auch noch wieder ein paar mehr Abonnenten bekommen kann. Also deswegen sehr, sehr gerne mir einen Daumen nach oben hinterlassen. Darüber würde ich mich ganz doll und ganz tierisch freuen. Genau. Jetzt machen wir das Ganze hier nochmal. Und wenn ihr mich schon öfters mal geschaut habt und diesen Kanal immer noch nicht abonniert habt, dann holt das doch bitte sehr gerne nach. Ihr könnt auch dieses Glöckchen aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich habe ja immer Freitag meinen Upload-Tag und dann gibt es auch immer mal extra Videos am Wochenende, also am Sonntag, wenn ich was Spezielles habe. Also ich hatte ja jetzt die letzten beiden Sonntage, habe ich ja euch auch extra was gezeigt. Und ich glaube, diesen Sonntag wird auch noch mal ein extra Video kommen. Denn ich habe ein neues Kreativset, was ich gerne auspacken würde. Und da eignet sich ja der Sonntag immer sehr gut dafür, ne? Also ihr wisst, dass ich den Sonntag gerne immer nutze für so Projekte, die halt jetzt nicht, wo ich finde, die passen jetzt nicht unbedingt in den kreativen Blogfreitag, wie ich das ja immer nenne, mein Blogfreitag, weil es geht der Blogbeitrag online, es geht das Video online und ich mache Werbung in den sozialen Plattformen dafür. Genau, also und wenn ihr mich halt noch nicht abonniert habt und trotzdem regelmäßig meine Videos schaut, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich auch abonnieren würdet. Das ist kostenlos und hat für euch keinerlei Nachteile. Bin immer noch ein bisschen am Überlegen wegen dieser Kanalmitgliedschaft. Aber weil es ja auch ein bisschen ein Support für mich ist, der mir natürlich auch weiterhilft. Aber so richtig bin ich da auch noch nicht weiter. Und ich selber, also ich als Privatperson, habe auch keinen Kanal abonniert. Also ich bin da halt bei euch, ne? Ich sehe das auch irgendwie nicht so richtig ein. Deswegen habe ich die halt auch bei mir auf dem Kanal noch nicht angeboten, weil ich irgendwie immer denke, nee,
Und was ich ja schon mal gesagt habe, wenn man das dann anbietet, finde ich, muss das dann einen Mehrwert für euch haben. Also, dass dann, ich sage, die Kanalmitglieder kriegen halt ein extra Video, was die anderen dann quasi nicht haben oder so. Der normale Content, den kann ich dann auch nicht verändern und sagen, naja, jetzt sehen die nur noch meine Kanalmitglieder. Das finde ich bescheuert. Also ich finde, wenn man das jetzt anbietet, muss man einen Mehrwert bieten. Und das ist immer so mein, wo ich, also bloß einfach so, na, abonniert mich, also werdet mal Kanalmitglied, weil ihr mich nett findet. Finde ich immer schwierig. Also ihr wisst, ne? Wie ich das, also ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Dann habe ich hier 6 Umschläge und die waren ja auch mal in irgendeinem Kreativset oder die gab es mal als extra Umschläge. Und diese falze ich hier einmal nach. Dann nehme ich mir meinen Kleberoller. Der das irgendwie nicht so will. Was ist mit dir los? Du bist ja komisch. Ah, du hast dich. Ah, das ist ein. Das ist das Problem. Manchmal gibt es dann hier so Fehlproduktionen, ne? Und dann ist es schwierig. Seht ihr das? Ich versuche das mal rauszuschneiden. Das passiert halt auch manchmal, ne? Das, ich meine, das sind, die Dinger sind nicht teuer. Und dann kann es halt auch mal passieren, dass da halt auch mal, also so preiswert sind sie auch nicht, aber es geht halt immer noch im Preis, dass dann halt auch mal eine Fehlproduktion passiert, ne? Ha, gerettet. Und dann klebe ich den Umschlag einfach zu. Und das mache ich mit den ganzen 6 Umschlägen. Ihr müsst natürlich, wenn ihr jetzt andere Umschläge habt, von der Größe her, müsst ihr euch die. Die, den Mantel, also diese Außenpappen, ne, von der Größe her anpassen. Da müsst ihr, ihr nehmt einfach dann euren Umschlag, also wenn der jetzt zugeklebt ist, messt das aus. Wartet. Wartet. Wo ist denn hier? Hier, hab ich eins. Messt das dann aus. Also der ist jetzt, wie gesagt, das waren jetzt 11 cm, deswegen habe ich einen halben Zentimeter zugenommen. Und in der Länge war der jetzt 14,6 cm ungefähr. Da habe ich also 15 cm halt gemacht und habe dann mein Papier, was ich dann drüber geklebt habe, locker 1,5 cm größer zugeschnitten, damit ich genug Platz habe, um die Kanten umzuschlagen. Also wenn ihr das zu knapp macht, könnt ihr die Kanten nicht ordentlich umschlagen und das wäre ziemlich nervig. Also bei dem anderen Sammelband hatte ich am Ende rechts und links so einen halben Zentimeter an allen 4 Seiten. Das war schon ein bisschen anstrengend. Das hat zwar auch gut geklappt, aber das war natürlich dann schon ein bisschen anstrengender. Da muss man mehr aufpassen. Deswegen seid da nicht zu geizig und nehmt ruhig und ordentlich was mehr drüber. So, jetzt habe ich die alle zugeklebt. Dann brauche ich jetzt meine Papierschneidemaschine. Und 1 mm. Ich mache so zwischen 1 und 2 Millimetern, lege ich das an und schneide mir hier einfach den Schlitz auf. Also dieses, weil wir wollen ja Taschen haben und dazu muss das ja offen sein. Und ich wette, ihr habt auch noch ganz viele Umschläge aus irgendwelchen Kreativsets oder so über, die ihr noch nicht benutzt habt. Und dafür, für sowas könnt ihr die echt gut benutzen. Und das finde ich halt auch immer sehr cool. Und so eine kleine Sammeltaschen brauchen wir doch alle einfach, oder? Wir haben doch immer irgendwelche Krimskrams, kleine Papiere oder kleine, oder hier so, wenn wir schon Blumen ausgestanzt haben oder so Elemente, die wir dann für ein späteres Projekt nutzen können, haben wir doch alle was da. So, jetzt nehmen wir die Umschläge, also die sind jetzt hier alle auf. Auf oder offen? Naja, ihr wisst. Und dann nehme ich
Also wenn ihr ein Baby schreien hört, da draußen ist das Fenster offen. Ich habe hier kein Baby, was schreien kann. Und dann nehme ich mir doppelseitiges Klebeband, also dieses Abreißklebeband, und setze das hier ungefähr mittig auf. Ihr könnt das auch ausmessen, aber ich denke, das Augenmaß reicht hierfür. Und das setze ich auf alle drauf. Den Kleber. Und ich nehme immer so zwei Streifen. Ihr könnt auch weniger nehmen, aber ich finde, zwei Streifen ist eigentlich immer ganz gut. Also ihr könntet auch nur einen nehmen, aber ich finde, bei zwei Streifen habt ihr eine bessere Klebekraft. Hab schon Kaffee getrunken, also eigentlich durfte der Hals nicht kratzen. Und mir geht es eigentlich auch gut. Außer halt. Aber wie gesagt, ich habe ja nicht im Rücken die Schmerzen. Die habe ich nicht einmal gehabt. Also doch, irgendwann nach Ostern hatte ich mal kurz Rückenschmerzen. Aber ansonsten hatte ich immer nur diesen brennenden Schmerz im Oberschenkel. Weil das Stück von der Bandscheibe, was ja rausgerutscht ist, ja voll auf diesen Oberschenkel gedrückt hat. Und das war übel. Also wirklich, ey. Ich meine, ich hatte schon auch früher Nierenkoliken und sowas. Also ich weiß, was Schmerzen sind. Aber das war nicht schön. Wirklich nicht. Hier bin ich ein bisschen weit rüber gekommen, aber das geht immer noch. So, nicht so viel reden, immer mehr, ein bisschen mehr konzentrieren, Wendy. Ja? Aber ihr wisst ja, ich bin ja auch so eine kleine Sappeltasche, ne? So. Und dann habe ich letztens doch das Video gedreht mit diesem schrägen Deckel, ne? Und habe auch im Video gesagt, dass ich die Inspiration von meiner lieben Barbara habe und alles drum und dran. Und was habe ich aber völlig vergessen, die dann auf Instagram das dann auch noch zu erwähnen. So. Jetzt habe ich das hier alles zusammengeklebt. Ich glaube, hier hätte ich gar nicht zwei Streifen gebraucht, aber das ist nicht so schlimm. Das ist, wir brauchen ja trotzdem da Kleber. Und jetzt klebt man die Umschläge erstmal übereinander. Das heißt, ich nehme mir die Trägerfolie ab. Dann nehme ich da den Umschlag, wo ich nicht ganz mittig war. Das ist gut. Und lege die so übereinander. Ja, das war der hier, wo ich nicht so mittig war. Den klebe ich mir dann als letzten auf. So. Und dann lege ich mir das hier so übereinander. Da bin ich aber teilweise wirklich ein bisschen rübergekommen. Sag mal, hatte ich heute Knick in der Optik oder was? Naja, manchmal frage ich mich auch. Aber es funktioniert trotzdem, das Prinzip. So. Übereinander. So. Und da könnt ihr schon sehen, ne? Das Prinzip dieser Sammeltaschen, also dieser Auffächerung, ist halt schon da. Sehr cool. So, jetzt brauchen wir unsere Mappe, also unseren Einband, unseren Rahmen, unser Einband. Einband klingt gut. Das lege ich mir mal so mit einem Abstand von einem halben Zentimeter übereinander. Und dann habe ich mir jetzt hier genommen das klassisch gewebtes Geschenkband in Savanne. Ich glaube, das gibt es so nicht mehr. Aber das kennt ihr ja. Ihr habt genug Bänder zu Hause. Oh, meine Mama war gestern da und hat Pflanzenpflege betrieben. Und dann schneide ich mir hier einfach so zwei Stücke ab erstmal. Und hat Pflanzenpflege betrieben, was ja völlig in Ordnung ist. Aber dann wollte die abschneiden und hat tatsächlich, ich bin völlig, wollte die so nicht einer meiner guten Papierscheren nehmen. Ich sage, halt, das sind meine guten Papierscheren. Ich sage, nimm mir eine andere Schere aus der Küche oder so. Oh, ich habe gedacht, ich kriege ein Herz, Kasper. Also ehrlich. Und ihr wisst ja, ne?
Papierschere, Papierschere. Also es gibt ja auch Schere, also ich habe von Stampin' Up! Scheren, die ich dann nur noch fürs Washi-Tape oder sowas nehme oder fürs Klebeband oder für irgendwas anderes. Aber es gibt ja auch die halt nur fürs Papier sind. Ich glaube, ihr könnt meinen, es ist die so, naja, ist doch nicht so. Nein. Nein. Jetzt klebe ich das hier drauf. So. Und dann machen wir das hier unten noch einmal. Dieses doppelseitige Klebeband ist toll, aber es klebt halt auch, ne? Genau, dann machen wir das hier unten noch einmal. Auch wieder das Trägerpapier ab. Ich fand halt den Verschluss auch so schön. Also mir hat das gefallen, dass man das mal so mit diesen Bändern macht, dass man halt dann hier noch so ein bisschen Flexibilität hat. Das hat mir echt gut gefallen. Ne? Also deswegen dachte ich mir, das muss ich euch zeigen, weil das halt einfach cool ist. Jetzt nehmen wir noch mal das Band. Und dann nehme ich mal ein Stückchen länger. Jetzt auch nicht zu lang, also das muss es nicht sein. Nehmen wir wieder mein doppelseitiges Klebeband und setze mir hier ein Stück hin und auf die andere Seite auch ein Stück. Trägerpapier abziehen. Aufkleben und das Ganze auf der Seite wiederholen. Das ist dann quasi unser Verschluss. So. Jetzt kommt das, lege ich mir das so hin, weil das ist halt immer einfacher. Und ich nehme mir unsere Umschläge und so kommen die dann hier drauf, weil ne, die offene Seite sollte ja nach oben zeigen. Dafür nehmen wir uns ein letztes Mal doppelseitiges Klebeband. Also auf der anderen Seite müssen wir das natürlich dann auch nochmal wiederholen. Und kleben hier Streifen auf. Ich hole das mal ein bisschen hier hoch, dass ihr das auch seht. Also ich mache das hier so am Rand. Und dann mache ich hier noch zwei Streifen in die Mitte. Und dann reicht das auch. Jetzt ziehen wir hier das ganze Trägerpapier natürlich wieder ab. Also, ich finde es sehr schade, dass Stampin' Up! Diesen Piekser nicht mehr hat. Ich weiß, wir haben den Aufhebhelfer und der hat auch einen Piekser. Und das ist auch in Ordnung. Und ich benutze ja meinen Aufhebhelfer. Gerade was ich sehr gerne beim Aufhebhelfer benutze, ist. Wo bist du denn, Süßer? Ich habe dich doch hier auch drinne. Ach, ich habe mein Lineal gefunden, was ich gerade gesucht habe. Hier bist du. Und zwar das Cuttermesser. Das benutze ich vor allen Dingen sehr, sehr gerne bei meinem Aufhebhelfer. Aber es ist natürlich so, dass der Piekser liegt halt hier griffbereit. Und da greife ich halt immer, wenn ich so eine Spitze brauche, immer am liebsten zu dem. So, jetzt klebe ich mir das mittig auf. Schön andrücken. Und jetzt müssen wir natürlich das noch verschließen. Die zwei Kleber, die wir jetzt haben, können wir natürlich gleich mit nutzen. Das wäre ja auch albern, wenn wir das nicht machen würden, ne? Ich drehe es mal so, weil ich bin immer so ein Kleber. Also hochkant kleben kann ich nicht. Ich mache mal hier noch eine in die Mitte. Müsst ihr nicht, könnt ihr machen. Hauptsache es klebt. Das ist das Wichtigste. So. So.
Trägerfolie abziehen. Und das geht halt mit diesem Piekser halt einfach super schnell, ne? Weil ihr dann das halt schön hochheben könnt und dann geht das halt easy peasy. Ich habe ja vorher auch immer gepiepelt und dann wurde mir aber gesagt, nimm doch sowas als Hilfsmittel, was ja voll logisch ist. Dann hat es aber eine Weile gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe, das zu benutzen und jetzt ist es ein Automatismus geworden. Und darum geht es ja immer, wenn man irgendwas Neues verwendet oder irgendwas, was man so noch nicht vorher verwendet hat, dann muss man natürlich auch immer gucken, dass man und jetzt legt ihr das schön übereinander, presst das an. Muss man das so sich an sich gewöhnen, dass es halt ein Automatismus wird. Und so sieht das da Ganze dann aus. Und das ist doch echt witzig, oder? Und diese zwei Kartons mit dem Designerpapier drumherum, das ist wirklich stabil. Und ich fand dieses Muster hier auch sehr schön. Und vor allen Dingen, das benutzt man ja so eher seltener. Also jetzt für eine Karte oder so habe ich das jetzt noch nicht benutzt aus diesem Kaffeeset. Aber für sowas finde ich das halt total schön. Und ich mag das ja auch, weil es hat Streifen und Karos. Also und jetzt habe ich mir hier einfach mal ganz wild Sachen rausgesucht. Wie gesagt, ist nicht alles von Stampin' Up. Aber das hier ist alles von Stampin' Up. Und ich dachte mir, wir kleben das hier auf jeden Fall auf und kleben dann drumherum so ein bisschen Deko. Und ich wollte hier gerne, und da nehme ich jetzt wirklich einfach ganz normalen Stift unseren White Marker und schreibe auch hier Sammeltasche. Und ich finde, man darf auch mal ruhig was Handgeschriebenes hinmachen. Wir sind immer so, immer nur unsere Stempel zu benutzen. Na klar, unsere Stempel sind super, aber ich finde, es darf auch ruhig mal was Handgeschriebenes sein. Und das sieht doch ganz cool aus. Also, wenn ihr jetzt sagt, oh, meine Schrift sieht so scheiße aus, das will ich nicht, dann lasst es halt weg. Aber ansonsten, denke ich mir, geht das auch immer. So. Und ich würde sagen, ich setze hier einfach mal ein bisschen was drauf an Deko. So wie ich denke, dass es ganz hübsch ist. Mir haben ja hier diese Blumen so gefallen. Also die sind halt einfach so süß. Dann können wir hier auch dieses So Sweet nehmen. Dass wir hier einfach so ein bisschen Deko drauf machen. Und ich finde, da muss man sich ja auch nicht jetzt über, also so, müssen ja auch nicht so viel sein, aber es ist halt einfach niedlich. Und ich denke mir, dass das, wir haben ja diese Sticker irgendwie alle noch und dann, warum sollten wir die nicht benutzen? Das wäre ja auch bescheuert, ne? So, habe ich noch was von den Hunden? Ich glaube, ich habe hier noch ein bisschen was mit dem Hund. Also das hier finde ich, ich finde das halt total süß und ich finde, das passt halt auch so super da mit dem Designerpapier zusammen. Da haben wir hier noch ein Herz. Ich glaube, so viel muss man dann auch gar nicht machen. Dann können wir hier noch ein Blümchen hinsetzen und dann würde ich sagen, setzen wir an die Blümchen noch die Blätterchen. Und ich denke, dann reicht das eigentlich auch schon so. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Also. Aber ich benutze halt diese Sticker halt auch immer mal gerne.
Ich finde das schon cool. Und die anderen habe ich gar nicht gebraucht. Habe ich mir viel zu viel rausgelegt. Aber ich muss da wirklich mal mehr mit arbeiten, dass ich mal diese Sticker dann auch alle mal mit verwende, weil ist ja albern. Wenn man sie hat, dann sollte man sie auch benutzen. So, das ist die eine Version. Hier habe ich ja noch mit dem Vogelhäuschen gearbeitet, das ich ja vorher ein bisschen koloriert habe. Also das ist auch sehr witzig. Ich finde beides sehr hübsch. Also mir gefällt das. Und das ist halt auch so schön freundlich, wie das Wetter draußen gerade ist. Also zumindest scheint heute bei uns die Sonne. Ich hoffe, dass alle, die in Bayern und da unten wohnen, dass ihr soweit, dass es euch zumindest gut geht und das ist alles, es wird alles wieder. Natürlich ist es eine Katastrophe und es tut mir auch sehr leid für die es da echt hart getroffen hat, aber also oh, schrecklich. Okay, ich will da nicht weiter drüber reden. Ich zeige es euch jetzt nochmal von innen. Wir wollen ja hier ein bisschen Freude haben. Aber das beschäftigt einen natürlich auch. Also, wie gesagt, ihr habt hier die Möglichkeit, schöne kleine Dinge aufzubewahren. Und so eine Sammeltasche lässt sich auch gut verschenken, finde ich. Da könnt ihr dann auch zum Beispiel ein paar Sticker reinkleben, reinstecken und so und dann jemanden schenken, wo ihr auch wisst, dass dieser zum Beispiel auch sehr gerne sehr viele Stickers benutzt. Alles klar. Dann könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber mit dem Vogelhäuschen geht oder ob ihr sagt, nö, ich mag die mit dem karierten Papier. Finde ich viel, viel freundlicher noch. Alles klar. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Habt Spaß am Basteln, habt Spaß am Kreativsein und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann! Ciao!